Liebe Studierende, das heutige Thema ist der erste Teil von den Geschlechtsorganen. Und heute haben wir also den ersten Teil, die weiblichen Geschlechtsorgane. Die werden unterteilt in äußeren und inneren Geschlechtsorganen, weiblichen Geschlechtsorganen. Hier haben Sie einfach die Liste von den verschiedenen Organen, die zu den beiden Gruppen gehören. Was sehr wichtig ist, dass Vagina, die Scheide, gehört, also obwohl eröffnet sich nach außen, doch gehört zu den inneren weiblichen Geschlechtsorganen. Die werden wir also erstmal kennenlernen, die äußeren. So sieht es also aus. Hoffentlich haben Sie schon sowas gesehen, also wird nichts neu sein. Diese Region wird unterteilt in zwei Hauptregionen. Die Regio Urogenitalis hier vorne, so dreieckförmig, zwischen Symphyse und die beiden Sitzbeinhöcker. Da haben wir also die Regio Urogenitalis. Dort befinden sich die weiblichen äußeren Geschlechtsorgane. Und hinten zwischen Oscoccygis und Tuberischialicus hier befindet sich die Regio Analis. Was, obwohl sehr viele meinen, aber das gehört also dort, Anus gehört nicht zu den Geschlechtsorganen. Hier haben wir also die Liste und Aufteilung von den äußeren weiblichen Geschlechtsorganen. Oben Mons, Pubis, Schamberg, Vulva, was weiter aufgeteilt wird in die folgenden. Und dann haben wir hier diese Hautregion, was Perineum oder Damm in engerem Sinne ist, also dieses Hautstück zwischen Vagina und Analöffnung. Erstmal haben wir außen die beiden großen Schamlippen. Die haben eine Hautverbindung vorne und hinten, also diese, was über dem Damm befindet sich, das nennen wir Commissura labiorum posterior. Und hier vorne, gleich unter der Schamberg, haben wir Commissura labiorum anterior. Diese sind also die verbindenden Hautteile von den beiden großen Schamlippen. Dann, wenn wir die großen Schamlippen nach außen falten, dann haben wir die kleinen Schamlippen. Oben hier zwischen, zwischen den kleinen Schamlippen befinden sich Frenulum, Präputium Clitoridis, Frenulum Clitoridis und Clitoris. Das ist eine sehr wichtige Struktur eigentlich, das glaube ich, soll ich nicht sagen, aber ist so. Dann die Labia Minora haben einen Spalt zwischen die, das nennt sich Rima Pudendi, und unten die Verbindung zwischen den beiden kleinen Schamlippen nennt sich Frenulum Labiorum, und da gibt es ein kleiner Raum, was Fossa Navicularis genannt wird. Dann diesen Raum, wodurch wir in die Vagina hinein können, das nennt sich Vestibulum Vaginum, also Vagina Vorhof. Da haben wir aber nicht nur die Öffnung der Vagina, sondern auch die äußere Öffnung der Urethra, also die Harnröhre öffnet sich auch hier. Sehr wichtig ist zu wissen, dass meisten Atlasabbildungen und Lehrbuchabbildungen zeigen das Verhältnis zwischen diesen beiden Öffnungen falsch. Sehr oft wird Ostium externum uretri irgendwo hier unter Klitoris angezeichnet. Das stimmt nicht. Es liegt gleich über Vaginalöffnung. Dann, wenn wir die Haut hier wegmachen, dann haben wir unter, also von den Schamlippen bedeckt, zwei wichtigen Schwellkörper, Bulbus vestibuli heißen die. Und da haben wir wichtigen Drüsen, die für die Feuchtigkeit der Vaginaeingang, des Vaginaeinganges verantwortlich sind. Die größten solchen Drüsen sind die Bartholinschen Drüsen, die auf Latein Glandula Vestibularis Major heißen. Das auf ein Atlasabbildung sieht so aus, also hier haben wir Bulbus Vestibuli, ungefähr auf diese Höhe, also gleich neben Vaginaöffnung, haben wir die Bartholinsche Drüse. Hier oben haben wir also Klitoris, was zwei Hauptteile besitzt, ein Korpus, also ein Körper, und Glans Clitoridis. Glans Clitoridis ist die sichtbare Struktur dort, und das wird durch ein Hautstückchen bedeckt, was wir Präputium Clitoridis nennen.
Dann Klitoris hat auch einen Wurzelanteil, was Krustklitoridis genannt wird, und das befindet sich hier auf der Unterfläche des Ramus inferioris pubis. Diese Strukturen, also Bulbus vestibuli und auch Krustklitoridis, werden durch Muskeln, bestimmte Muskeln des Beckenbodens bedeckt. Der Muskel hier nennt sich Bulbo spongiosus oder in manchen Benennungen Bulbo cavernosus kann es auch zu lesen sein oder zu finden sein, ist eigentlich offiziell Bulbo spongiosus genannt, und hier Musculus ischio cavernosus bedeckt Krustklitoridis. Sehr ähnliche Situation, was wir bei Penisschwerkörpern haben werden, aber das ist die nächste Vorlesung schon. Okay, Blutversorgung, Innervation, Lymphabfluss von diesen äußeren weiblichen Geschlechtsorganen ist besonders wichtig. Also Arteria pudenda interna aus iliaca interna bringt die größere Menge von Blut. Pudenda externa ist weniger wichtig. Kommt eigentlich entweder aus femoralis oder direkt aus iliaca externa. Nicht so besonders wichtig zu wissen. Innervation. Hauptnerv ist doch Nervus pudendus, das macht die meisten sensiblen, also Innervation der verschiedenen Strukturen sensibel. Ilioinguinalis innerviert die Haut der großen Schamlippen, und genitofemoralis, selbstverständlich Ramus genitalis ist wichtiger hier, hat auch ein wenig Hautinnervation hier. Lymphabfluss geht in die Nodi lymphatici inguinalis superficialis. Die meisten Entzündungen oder Tumoren dieses Bereiches also werden dort eine Anschwellung von den Lymphknoten verursachen. Darüber springen wir jetzt schnell durch. Innere weibliche Geschlechtsorgane. In einem Median-Sagittalschnitt, hier sehen Sie das Verhältnis zwischen Peritoneum und Peritoneanüberzug, also wie Abdominalraum, Bauchraum und das kleine Becken aussehen in einer solchen Abbildung. Also alles, was unter dieser Linie liegt, das ist kleines Becken, und hier darüber befindet sich also Bauchraum. Das ist auch zu sehen, dass die inneren weiblichen Geschlechtsorgane, also die meisten Strukturen, sind hier sub- oder infraperitoneal, also nur von oben durch Peritoneum überzogen. Uterus ist eigentlich in einige Bedeutungen ist teilweise intraperitoneal, und die Adnexen, also Tuba, Eileiter und Eierstock, Ovarium, sind doch intraperitoneal. Also Uterus teilweise intra- und subperitoneal, Vagina subperitoneal, und da haben wir Ova und Eileiter, die sind intraperitoneal. Was sehr wichtig ist hier, das Peritonealraum hat hier zwei Aussackungen, oder das sind eigentlich tiefe Punkte beim Stehen oder beim Sitzen. Wichtiger ist die hintere Aussackung, was Excavatio recto uterina oder Douglasraum genannt wird. Das ist der tiefste Punkt des Bauchraumes beim Stehen oder beim Sitzen. Also hier wird Flüssigkeit ansammelt, sei es Blut, Eiter, egal. Excavatio vesico uterina hat weniger Bedeutung. Vagina uterus, tuba ovar, das sind es. Also wir gehen von unten nach oben. Erstmal Vagina. Den Namen Kolpos sollen Sie auch wissen, also entweder Vagina oder Kolpos, zum Beispiel die Untersuchungen, also Kolposkopie ist zum Beispiel endoskopische Untersuchung oder sowas, zum Beispiel auch Entzündung der Vagina nennt sich nicht Vaginitis, sondern Kolpitis, aber ist eigentlich nur da verwendet, also in verschiedenen Erkrankungen und Untersuchungsmethoden. Also doch lohnt sich zu wissen. Hier haben Sie dieses Bild, wo die Hinterseite der Vagina entfernt wurde. Also da schauen wir von hinten auf die Innenseite der vorderen Vaginawand. Hier oben sehen Sie
Die Portio vaginalis cervicis uteri, also dort haben wir Ostium uteri externum und Portio vaginalis geht, also drückt sich in die Vagina hinein von oben, also das sind Uterusteile schon. Und hier haben wir zahlreiche Falten. Die transversale Falten nennen sich Rugae vaginalis. Und es gibt eine longitudinale Falte hier, was Corino uretralis vaginae heißt. Also gleich davor befindet sich die Harnröhre. Dort haben wir einen besonders stark innervierten Schleimhautteil. Und das ist eigentlich, was so aus funktionellem Standpunkt gesehen der G-Punkt ist. Also G-Punkt ist keine echte anatomische Struktur, aber ein Bereich der Schleimhaut, was stark innerviert und deswegen besonders empfindlich ist. Okay, weiter geht's. Blutversorgung, Innervation, Lymphabfluss. Arteria vaginalis ist ein Ast der Arteria uterina und unterer Teil wird durch Pudenda interna, also Abgänge der Pudenda interna versorgt. Nervus pudendus ist der Hauptnerv, was die Schleimhaut hier innerviert, aber Nervus pudendus este haben wir eigentlich nur im unteren ein Drittel der vaginalen Schleimhaut. Im oberen Anteil, es gibt immer noch Nerven, aber gering. Sympathische Nerven innervieren die Scheide auch. Lymphe. Lymphe wird ähnlich aufgeteilt. Am Eingang Lymphknoten sind die inguinalen, hauptsächlich die oberflächlichen, und der obere Teil gehört schon zu Nodi lymphatici iliaci, iliaci interni hauptsächlich. Eine weitere Kontaktfläche, bevor wir weitergehen können, das Pavlik-Dreieck hier, da haben wir eine sehr enge Beziehung mit der Harnblase. Also das gehört zu der Unterstützung der Harnblase. Im Frontalschnitt von vorne gesehen sehen wir also subperitonealen Raum und die umgebenden Strukturen. Hier haben wir also die Vagina, Eingang oder Ostium vaginae, hier haben wir Cervix uteri, also Portio vaginalis. Hier sehen wir, wo Ureter so in der sagittalen Richtung von hinten nach vorne Richtung Blase geht. Und da, also neben der Vagina, befindet sich die dritte Kreuzung Ureters. Hier haben wir von der Seite die Arteria uterina und das geht dann weiter hoch und gibt nach unten hier die Arteria vaginalis ab. Was auch sehr wichtig ist, dieser dreieckförmige Raum, was also zwischen Arteria uterina und das hier ist ein Ligament, Ligamentum cardinale uteri, was die Arterie entlangläuft. So, das ist die obere Grenze des dreieckförmigen Raumes. Hier laterale Vaginawand ist die mediale Grenze und da haben wir Musculus levator ani als die laterale untere Grenze. Also hier ein Dreieck mit Bindegewebe, Fett und ein Venengeflecht geführt. Und das nennt sich Paracolpium, ein wichtiger Raum und ein wichtiger Teil des Subperitonealraumes. Hier außen sehen wir noch die äußeren Teile, Bulbus vestibuli mit der Bartholinsche Drüse, Vestibulum vaginae, also Scheidenvorhof, kleine Schamlippen, großen Schamlippen. In einem Median-Sagittalschnitt weiter geht's mit bindegewebigen Räumen. Es gibt einmal vorne ein Septum vesicovaginale. Hier sehen Sie diese enge Beziehung zwischen hinterer Seite der Blase und vorderer Wand der Vagina. Also das sitzt hier praktisch. Also hier Septum vesicovaginale, das ist der bindegewebige Raum. Und hier hinten auch sehr kurzen Abstand gibt es zwischen Rektum, vorderer Wand des Rektums und hinterer Wand der Vagina. Und hier das Bindegewebe nennt sich Septum Rectum Vaginale.
dass hier das Bindegewebe hier wird nach unten vergrößert sein. Und in diesem Bereich befindet sich das sogenannte Centrum Tendineum, wodurch die beiden Strukturen des Beckenbodens, also oben Levator rani und Musculus coccygis, bilden die Diaphragma pelvis, und hier unten die anderen Muskeln bilden das Diaphragma urogenitale. Also hier werden diese sich verbinden, und diese Struktur hier, wo auch das Centrum Tendineum sich befindet, das nennt sich Perineum. Das wird deswegen wichtig sein, weil in Geburtshilfe beim Darmschnitt wird diese bindegewebige Struktur durchgeschnitten. Okay, noch ein Schritt weiter oben befindet sich Gebärmutter, was drei wissenschaftlichen Namen besitzt. Uterus, Metra und Hyster sollen auch gewusst werden. Metra verwenden wir hauptsächlich in Histologie, also zum Beispiel die Wandschichten Perimetrium, Endometrium, Myometrium. Hyster wird in verschiedenen chirurgischen oder egal was für medizinischen Eingriffe, also zum Beispiel Hysteroskopie oder Hysterektomie, also Entfernungs-OP, heißt so. Das ist also ein Frontalschnitt, mehr oder weniger. Hier haben wir also die folgenden großen Teile. Erstmal, es gibt einen Uteruskörper, Corpus uteri, dessen obersten Anteil nennen wir Fundus. Und dann haben wir Cervix uteri, was zweigeteilt wird, Portio supravaginalis, Portio vaginalis. Diese sind einfach die Teile des Uterus. Sehr oft ist es auch eine Frage beim Leichengang. Hoffentlich wird ein Leichengang auch diesem Semester stattfinden. Aber wer weiß. Also, Also diese müssen Sie auf jeden Fall wissen. Ganz geliebte Leichengangsfrage. Raum. Einmal Raum des Körpers nennt sich einfach Cavum uteri, und Raum des Cervix nennt sich Canalis cervicis, Cervix Canal, wo es gibt einen Eingang und einen Ausgang. Eingang nennt sich Ostium internum, Ausgang Ostium externum uteri. Dann nach Eingang ist eine enge Isthmus uteri, und dann haben wir Canalis cervicis so. Durch. Cervixmorphologie ohne Kinder nullipara ist ein rundförmiges Loch, unipara mit einem Kind, das wird so ein horizontalen Schnitt, und multipara, also mehrere Kinder, da haben wir diese kleine feine Risse an der Seite. Das ist Kolposkopieaufnahme, also Kolpos, Vagina, Kolposkopie, also endoskopische Untersuchung der durch die Vagina. Dann, Cervix und Vagina, wie sieht das ganz genau aus? Erstmal, Portio vaginalis drückt sich in die Vagina hinein, und dadurch bilden sich zwei solche Aussackungen der Vagina. Fornix vaginae anterior, was weniger wichtig ist. Fornix vaginae posterior ist mehr wichtig, da darüber befindet sich Excavatio recto uterina. Also hier die Untersuchung, hauptsächlich durch Ultraschall, ist also möglich von dem Douglas-Raum. Was noch wichtig ist, zu wissen, dass Portio vaginalis wird aufteilt. Hier Labium anterius und Labium posterius nennen wir die beiden Teile. Also Position des Cervix. Also hier haben wir die Longitudinalachse der Vagina, und so haben wir die Longitudinalachse des Cervixkanals. Hier haben wir, hier also oben gibt es einen 70-Grad-Winkel, selbstverständlich hier unten ist es 111 Grad. Das nennen wir Anteversio uteri, also Normalstellung des Cervixkanals ist so nach vorne geneigt, und oberer Winkel ist 70 Grad. Dann Anteflexio uteri befindet sich zwischen Längsachse des Cervixkanals und Cavum uteri, also im Raum des Körpers, und das ist schon wieder 70 Grad von oben gesehen. Die meisten Atlasabbildungen, Plastikmodelle zeigen es falsch.
Sehr oft kommt es vor, dass Anterflexio uteri gar nicht zu sehen ist auf das Präparat oder auf das Modell. Das ist entweder gerade gestellt oder in sehr vielen Fällen kommt es vor, dass es so nach hinten abgekippt wird. Diese Stellung nennen wir Retroflexio uteri. Typischerweise, das hat keine funktionelle oder pathologische Folge. Anteversio uteri sollte aber ständig sein. Also das, wenn es Retroversion heißt, also Retroversion hat also hier, Cervixkanal ist schon nach hinten abgekippt, das kann doch zu verschiedenen Problemen führen. Darüber spreche ich jetzt selbstverständlich nicht, das ist doch Klinikum, aber Sie müssen wissen, dass Anteversio sollte vorhanden sein. Anteflexio ist eigentlich egal, ob da ist oder andere Stellungen sich befinden. Okay, Uterus, Tuba Uterina und Ovarium, was für Verhältnisse haben Sie und was für, ganz wichtig, Peritoneal-Verhältnisse haben Sie? Also, Ovar und Tuba sind doch intraperitoneal, also sie haben mindestens teilweise einen kompletten Peritonealüberzug. Also wie meine ich teilweise? Ovarium wird nur vorne auf der Vorderseite eine komplette peritoneale Schicht haben. Auf der Hinterseite verändert sich doch das Epithelgewebe. Darüber lernen Sie Histo, jetzt lassen wir das. Aber da gibt es Peritonealligamente, es gibt dort also Peritonealduplikaturen, die diese Organe bedecken. Deswegen sind sie intraperitoneal. Uterus ist ein Übergang zwischen sub- und intraperitoneal, weil es nicht so einfach ist. Also auf beiden Seiten des Uterus befindet sich eine große Duplikatur, was Ligamentum latum uteri genannt wird. Das wird unterteilt auf ein vorderes und ein hinteres Blatt, die ein fettreiches Bindegewebe zwischeneinander haben. Dieses fettreiches Bindegewebe und auch den Raum, was dieses Bindegewebe enthält, nennen wir Parametrium. Also Parametrium ist gleichzeitig der Name des Gewebes und Name des Raumes. Die peritoneale Schichten werden weiter aufgeteilt. Erstmal, es gibt also ein vorderes und ein hinteres Blatt. Der Teil, was zur Seite des Uterus sich zieht und besitzt also schon wieder ein vorderes und ein hinteres Blatt, nennt sich Mesometrium. Dann vorne und hinten gehen diese Blätter weiter auf die Vorderseite und Hinterseite des Uteruskörpers. Diese bildet also die äußerste histologische Schicht des Uterus, was wir Perimetrium nennen. Und die oberen beiden Ligamente heißen Mesovarium und Mesosalpinx. Also Mesovarium ist Peritonealligament für das Ovarium und für die Tuba haben wir Peritonealduplikator, was Mesosalpinx genannt wird. Margo Mesovaricus und Margo Liba, vordere und hintere Seite oder Vorderrand, Hinterrand des Ovars, also Margo Mesovaricus, dort haben wir also Peritonealüberzug. Margo Liba hat kein Epithel auf sich, also darüber in Histo lernen Sie. Dann, es gibt noch zwei Ligamente, die Ovarium hier befestigen. Das eigentliche Bindegewebsligament nennt sich Ligamentum ovarii proprium, also befindet sich medial zwischen Tuberwinkel des Uterus und mediale Seite des Ovars. Und seitlich und lateral haben wir Ligamentum suspensorium ovarii. Hier sehen Sie, dass das Ligamentum suspensorium ovarii, so ist das besser, eigentlich Blutgefäße, eine Arterie mit begleitenden Venen enthält. Diese Arterie ist die Arteria ovarica, kommt aus Aorta abdominalis, also Ligamentum suspensorium ovarii ist eigentlich kein echtes Bindegewebsligament, sondern lieber eine Peritonealfalte, was durch die Blutgefäße hervorgerufen wird.
Teile der Tuba. Hier haben wir einmal der Eingang zu, den Eingang zu Uterus. Dann haben wir eine Verengung, was Isthmus genannt wird. Dann Ampulla, was vergrößert wird. Und am Ende haben wir Infundibulum, wo die kleinen Fortsätze Fimbriae heißen. Und dort haben wir die zweite Öffnung. Die Öffnungen heißen also Ostium Uterinum Tube Uterine und Ostium Abdominale Tube Uterine. Was hier wichtig ist, das Ostium Abdominale öffnet sich praktisch frei in den Bauchraum. Blutversorgung. Es gibt also doppelte Blutversorgung für beide Eingeweide. Erstmal Ovarium. Es gibt die Arteria ovarica durch Ligamentum suspensorium ovarii. Und es gibt auch die Arteria uterina, die Kreuzung mit dem Ureter ist besonders wichtig, aber darüber haben wir schon gesprochen. Dann Arteria uterina Hauptstück geht hier hoch, entlang der Seite des Uteruskörpers und dann hier gibt ein Ramus ovaricus und ein Ramus tubarius ab. Und Ovarium wird durch die Anastomose zwischen Ramus tubarius arteriae uterinae und Arteria Ramus ovaricus arteriae uterinae und Arteria ovarica versorgt und Tuba wird ein Ramus tubarius aus Arteria ovarica und ein Ramus tubarius aus Arteria uterina haben. Also hier gibt es dieses Anastomose-System. Nochmal, Ovar, Arteria ovarica Hauptstück und Ramus ovaricus der Arteria uterina, Tuba Ramus tubarius arteriae uterinae und Ramus tubarius arteriae ovarice. Bevor wir weitergehen können, wir müssen über die Befestigung des Uterus und dadurch eigentlich praktisch das ganze weibliche kleine Becken sprechen. Es gibt ein sehr zusammengesetztes und sehr wichtiges Ligamentsystem, was Retinaculum uteri genannt wird. Retinaculum uteri besteht aus einem ringförmigen Bindegewebskörper um Cervix herum und es gibt insgesamt 6 Ligamente, 3 pro Seite, die aus diesem zervikalen Ring Richtung Beckenwand gehen. Nach hinten haben wir das Ligamentum sacrouterinum, nach lateral Ligamentum cardinale uteri, worunter Arteria uterina sich befindet und Ureter läuft so in diese Richtung auch da durch, also praktisch unterkreuzt nicht nur die Arterie, sondern auch das Ligament. Und nach vorne haben wir das Ligamentum pubo-uterinum, was auf pubo-vesicale und vesico-uterinum unterteilt wird. Es gibt noch ein Ligament, was die Befestigung unterstützt, das Ligamentum teres uteri, aber das ist wichtig nur im schwangeren Zustand und zwar stabilisiert Anteversion, Anteflexion des schwangeren Uterus, also das Ligamentum teres gehört nicht zum Retinaculum-System. Klinische Bedeutung, das ist mehr Histologie, aber wichtig, pH-Wert der Vagina. Douglas-Raum, Douglas-Punktion ist heutzutage nicht mehr wichtig, das ist für medizinische Geschichte wichtig. Heute wird Ultraschalluntersuchung durchgeführt, die verschiedenen Neoplasien, also die verschiedenen Krebs und andere Erkrankungen sind auch sehr wichtig, aber darüber lernen Sie mehr in Histologie. Infektionen der Tuba können zu Verschluss führen und dadurch Unfruchtbarkeit. Ovar hat auch sehr viele verschiedene Erkrankungen, also das wäre es eigentlich, was die Bedeutung von den inneren weiblichen Geschlechtsorganen unterstützt. Ja. Viel Spaß zum Lernen.